jetzt euch fragt, wie lebt es sich davon, ein Schiff zu besitzen und Frachten nach hier, von hier nach da zu fahren? Lebt sich da eigentlich gut. Ja. Also wir brauchen nicht Angst haben, dass wir den Kühlschrank nicht voll kriegen. Ja. Das ist gut. Nicht. Ja. Und wenn man einmal, so wie eure Eltern und ihr jetzt, einmal auf dem Schiff gewesen sind, könntet ihr euch auch eine andere Arbeit vorstellen? Eigentlich auf keinen Fall. Ja, ja, ja. Ich könnte nicht irgendwie, dass ich 8 Stunden in der Fabrik arbeite und mache da 8 Stunden lang dasselbe und gehe dann nach 8 Stunden nach Hause, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Hier ist jeder Tag anders. Ja. Ja. Man weiß auch nie, was passiert oder wo man hin muss. Ja. Das ist das Interessante daran. Und wie läuft denn solch ein Tag normalerweise ab, wenn ihr jetzt also hier leer seid? Fahrt ihr dann gleich los? Wir müssen gleich los. Da liegen tun wir eigentlich weniger, da können wir ja kein Geld mit verdienen. Ja. Meistens fahren wir von morgens 6 bis abends 20 Uhr. Das ist unsere geregelte Fahrzeit. Ja. Kann auch wohl mal sein, dass wir eine Stunde länger fahren, aber eher nicht. Ja. Aber ihr könnt... Das ist auch gedeckelt oder geregelt durch die Qualifikation, die wir haben. Ja. Meine Freundin hat Schifferdienstbuch, seine Freundin hat Schifferdienstbuch. Wenn jetzt meine Freundin irgendwann Steuermann ist, Steuermann ohne Patent, dann dürften wir, glaube ich, 16 Stunden am Tag fahren. Ja. Und weil er ist ja Schiffsführer, ich bin Schiffsführer. Ja. Und wenn seine Freundin Steuermann mit Patent wäre und meine Freundin auch, dann dürfen wir, glaube ich, da bin ich mir aber nicht sicher, ich glaube aber, dann dürfen wir rund um die Uhr fahren. Ah ja. Aber das machen wir natürlich nicht, weil die Nacht ist zum Schlafen da.